Hells Angels wurden am 17. März 1948 in Fontana in Kalifornien gegründet. Zu dieser Zeit wusste wohl keiner, dass diese über die Jahre hinweg zu einem, wenn nicht zu dem mächtigsten MC werden. Die Hells Angels wurden in Kalifornien ins Leben gerufen und es dauerte nicht lange, bis sie Clubs in ganz Amerika eröffneten. Nachdem sie sehr stark in Amerika vertreten waren, entschieden sie sich dazu, die ganze Welt zu übernehmen. Sie expandierten dann nach Kanada und dann kamen sie so langsam nach Europa. Die heutige Geschichte spielt in England. Die Biker-Clubs liefern sich in fast allen Ländern, wo sie vertreten sind, heftige Gebietskämpfe. Sogar in kleinen friedlichen Vororten wie in Surrey. Ja, wenn ihr Bock auf die Geschichte habt, dann rate ich euch das Video zu liken. Damit sehe ich, dass ich mehr davon machen soll. Und abonnieren ist auch gratis, aber jetzt starten wir in die Geschichte. Der Streitpunkt war, dass die Hells Angels ein weiteres Chapter in Surrey eröffnen wollten. Das Problem bei dieser Sache war, dass dort schon ein MC ansässig war. Der Vikings MC. Die Hells Angels waren davor schon nicht gut mit den Vikings. Der erste Vorfall, der sich dort erübrigte, war, als ein Vikings-Biker von zwei Hells Angels zusammengeschlagen wurde. Die zwei Hells Angels wollten dem Vikings-Biker die Patches wegnehmen, was fast schon eine Todsünde in der Bikerwelt ist. Nach dieser Aktion brach eine Feindschaft zwischen den beiden Clubs aus. Die Hells Angels wollten den Vikings am Anfang auf eine andere Weise die Macht nehmen. Die Hells Angels waren mit den Red Devils verbunden und die Vikings mit der Walk Brotherhood. Die Hells Angels hatten eine wichtige Person in ihren Reihen, die ihnen den Kontakt zu der Walk Brotherhood eröffneten. Jimmy Kidd war anfangs ein Biker der Vikings, aber er wechselte dann die Seiten in 2012. Er war aber immer noch gut mit den Walks und so konnte er ein Meeting zwischen den Hells Angels und den Walks vereinbaren. Bei diesem Meeting wurde nur festgestellt, dass die Walks weiterhin den Vikings treu bleiben. Die Hells Angels entschieden sich dann dazu, eine andere Methode zu verwenden, um die Vikings aus dem Weg zu räumen. Wir schreiben den 7. November. Die Hells Angels wussten, dass die Walks ein Meeting mit den Vikings in deren Clubhaus hatten. Die Red Devils und die Hells Angels entschieden sich dann dazu, an diesem Abend zuzuschlagen. Es waren insgesamt 7 Männer und weitere unbekannte Männer. Da begannen aber schon die Fehler. 3 der Männer fuhren in ihren eigenen Autos zum Treffpunkt, wo sie mehrere Male von Überwachungskameras aufgezeichnet wurden. Das Ziel des Angriffs war das Clubhaus der Walk Brotherhood in Surrey. Surrey ist wirklich sowas wie ein Dorf in England und es ist ein Vorort von London und es hat ungefähr 1 Million Einwohner. Die Walk Brotherhood hatte an diesem Abend ein Meeting, wo 7 Leute anwesend waren. Das Meeting fand wie gewohnt statt und es wusste wohl keiner, dass der Abend noch in einer Katastrophe enden würde. Die Hells Angels und Red Devils waren laut Gerüchten um die 14 Mann und alle waren maskiert und bewaffnet. Sie warteten vor dem Clubhaus auf den perfekten Moment, um ihre Attacke zu beginnen. Die Attacke begann, als ein Mitglied der Vikings gerade aus dem Clubhaus ging, um seine Jacke zu holen. Die Hells Angels und Red Devils attackierten ihn und dann stürmten sie ins Clubhaus. Die Attacke dauerte insgesamt 90 Sekunden. Zeugen bekamen davon mit und sie alarmierten die Rettungskräfte, die dann ziemlich schnell vor Ort waren. Alle Biker der Vikings wurden dann in die Notaufnahme gebracht. 6 Männer erlagen leider ihren schweren Verletzungen. Die Polizei machte sich gleich an die Ermittlungen. Sie hatten es aber schwer, da keine der Tatwaffen gefunden wurde. Aber durch andere Beweise konnten 7 Männer festgenommen werden. Alle 7 Männer plädierten auf nicht schuldig vor Gericht. Die Verteidigung von ihnen war aber sehr schwammig. Ein paar sagten, dass sie in der Gang waren und ein paar andere verneinten alles. Doch es gab genug Beweise, um sie für schuldig zu empfinden. Alle 7 Männer wurden schuldig gesprochen und alle haben 14 Jahre bekommen. Ja, das war's dann mal wieder mit dem Video. Lasst mir ein Like da, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Sind 14 Jahre für diese Tat gerechtfertigt oder ist es zu wenig oder sogar zu viel? Lasst es mich gerne wissen. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal.